Hallo Zorn de Guit, Claudio Schießel mein Name. Neben mir steht Doria Pfob und wir sind bei der Langen Nacht der Bewerbung heute eingeladen. Um was geht's bei der Langen Nacht der Bewerbung? Bei der Langen Nacht der Bewerbung geht es einfach darum, dass großartige Unternehmen großartige Mitarbeiter finden. In einem neuen Format. Das heißt? Das heißt, dass Unternehmen auch jene Kandidaten zulassen, die sie auf herkömmlichen Weg nicht kennenlernen, aufgrund der Lebensläufe, weil die Lebensläufe oft nicht passen. Wir lernen in Österreich einfach noch immer nicht, uns gut zu präsentieren. Mhm. Und ich zeige den Bewerberinnen im Vorfeld, wie sie sich besser präsentieren können. Und bei der langen Nacht der Bewerbung dürfen sie mit Unternehmen Gespräche führen, wo sie normalerweise nicht hinkommen. Jetzt ist es so, es sind knapp 500 Leute hier, also sowohl Recruiter als auch Bewerber, ja. Knappe 300 Bewerber und nochmal knapp 150 Personen, die halt aus dem Recruiting-Bereich, Human Resource-Bereich kommen, wie man auf Neudeutsch sagt. Wie läuft das ab? Wie funktioniert so ein Gespräch? Also das Gespräch selber dauert 12 Minuten. Und zwar startet es mit 2 Minuten mit einem Bewerbungsspeech seitens der Kandidaten. Das heißt, ich habe den Spieß umgedreht. Mhm. Und ich überlasse es nicht dem Zufall, dass die Frage vom Recruiter kommt, sondern es gibt im Marketing den schönen Spruch, der sagt, der Anfang ist entscheidend. Und bei der langen Nacht der Bewerbung entscheiden die Bewerber, was im Vordergrund steht, nämlich ihre Fähigkeiten. Und sie starten mit dem Pitch für 2 Minuten. Danach haben die Recruiter 8 Minuten Zeit, Fragen zu stellen, um den Bewerber besser kennenzulernen. Und in den letzten 2 Minuten entscheidet der Recruiter, ob die Person zu einem vertiefenden Gespräch ins Unternehmen eingeladen wird. Oder eventuell auch direkt rekrutiert wird. Ja, ich habe jetzt gerade Feedback bekommen, dass 3 Personen hier in diesem Raum direkt rekrutiert worden sind. Und das hat bestimmt damit zu tun, dass die Mitarbeiter oder zukünftige Mitarbeiter Mangelware sind am Markt. Wir reden ja mittlerweile von einem Mitarbeitermarkt. Mhm. Und die Recruiter schauen, dass sie die Leute so schnell onboarden als möglich. Also Mitarbeitermarkt heißt, es entscheidet der Mitarbeiter, zu welchem Unternehmen er geht und nicht nur umgekehrt. Sagen wir zumindest in gewissen Positionen. Also Technik, IT hat hier Vorrang und die können sich's aussuchen, wo sie hingehen, ja? Ja. Wobei hier in erster Linie Leute sich bewerben, die ein abgeschlossenes Studium haben, respektive abgeschlossene Schulausbildung, KTL und so weiter. Teils, teils. Also wir haben sehr wohl Studenten dabei, die jetzt schon auf der Suche nach Praktika sind. Oder die sagen, wir schließen im Februar oder im Juni das Studium ab und wir möchten schon im Vorfeld checken, zu wem wir arbeiten gehen wollen. Vorher bei der Preisverleihung habe ich gesehen, da war der Jüngste 16 Jahre alt. Wie ist die Bandbreite gelagert? Also heuer war es von 16 Jahren bis 56 Jahren. Also doch ziemlich breit. Bunt gemischt, ja. Und das ist das Schöne hier herinnen, dass wirklich unterschiedliche Generationen aufeinandertreffen und hier die Unternehmen überzeugen können von ihren Kompetenzen. Da ist mir noch etwas aufgefallen, ist vielleicht eine subjektive Sicht, aber ist es wirklich so, dass im Human Resourcement Bereich verstärkt Frauen jetzt aktiv sind als Personalleitung? Das ist generell eher eine frauenbelastete Domain, wobei der Unterschied noch immer liegt zwischen technischen Unternehmern und nicht technischen Unternehmern. Also ich glaube, in technischen Unternehmern, also auch von den Leuten, die hier waren, sind doch vermehrt Männer, auch im HR-Bereich. Und zum wievielten Mal machen Sie das jetzt? Wir machen es jetzt zum 3. Mal. Wir haben voriges Jahr in Graz gestartet, das war unsere Premiere. Wir waren in der Zwischenzeit im Juni in Wien und gehen nächsten März nach Klagenfurt. Also Österreich-Tour. Kleine Österreich-Tour, Ost-Österreich-Tour, ja, genau. Gut, dann wünsche ich Ihnen noch viel Glück für die nächsten Veranstaltungen. Und wenn jemand Interesse im nächsten Jahr hat, sich zu bewerben, wo muss er da hingehen? Er muss auf die Seite gehen www.langenachtderbewerbung.com und schauen, wann die nächste Anmeldephase startet. Und die wird für Klagenfurt Mitte Februar starten. Und da müssen nicht nur die Leute aus Klagenfurt sein, sondern die können von überall herkommen? Die können von überall herkommen. Hier in Graz sind ja auch die Kärntner her. Gekommen. Das heißt, auch alle können nach Kärnten gehen. Dann danke fürs Gespräch und weiterhin viel Erfolg. Dankeschön.
Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst einen Like oder abonniert unseren Kanal. Danke!